Leute, was für ein neuer und schöner Tag. Ah, ihr seid ja auch hier, was geht? Ja, ja. Oh. Ja, Leute, dann würde ich erstmal sagen, ein goldenes und zentrisches und hey, hey, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Descent. Sehr. Leute, herzlich willkommen zu Descent. Wieder ein richtig komischer Anfang. Leute, ihr seht schon wieder großes Projekt. Leute, wir sind in einer komplett verrückten Einrichtung. Hallo, hallo, ich bin dein Bruder. Was willst du? Okay, Leute, aufhören. Okay, Leute. Erstmal herzlich willkommen zu Minecraft Descent. Das hier wird auf all unseren Kanälen kommen. Kann ja mal das Ganze hier erklären. Ja. Also, wir haben hier drei Köpfe. Darunter einmal die Livy. Und in jedem Kopf haben wir solche Automaten. Das sind für Shops und auf jeden Fall, das wird aber noch später kommen. Also Leute, man kann eben in die Truhe Geld reinlegen und dann kann man sich ja einen Plot claimen. Mit 20 Euro kann man eben dann, Junk. Ja genau, den meine ich ja. Den Junk claimen kann man sich mit 20 Euro. Mit 50 Euro kann man einen anderen oder sich selbst einen Junk nochmal wegnehmen. Richtig, ja, genau. Also nee, nicht ganz, also für die eigenen Chunks sich wegzunehmen, das ist kostenlos. Aber für die anderen, das kostet dann 50 Euro. Hier steht das einmal. Auf jeden Fall, das sind unsere ganzen Häuser. In den Häusern ist nicht wirklich was anders. Okay, Leute, kommen wir aber jetzt wohl zu dem Interessantesten in Minecraft Descent. Und zwar die Quest. Denn, Leute, wir haben ganzen Quests. Wir haben so viele. Die ganzen Quests werden wir nicht jetzt aufzählen und zeigen können. Aber Leute, hier die Anfangsquest ist beginnt, startet das Projekt. Die werden wir claimen, wenn wir jetzt alle gleich getrennt sind und unsere eigenen Wege einschlagen. Genau. Auf jeden Fall, Leute, deswegen würde ich sagen, lass uns dann mal Minecraft Descent starten. Jamie steht hier rum. Was geht, Jamie? Heute werden wir wieder richtig geile Sachen machen. Und Leute, zuerst will ich euch mal die Quest ein paar zeigen. Und zwar, Leute, wir können jetzt das claimen. Auf jeden Fall, Leute, haben wir dadurch schon mal unsere ersten Sachen. Darunter eine Eisenholz-Sachen. Wir haben hier schon mal Sachen, richtig cool. Und ein Wallet passt auf jeden Fall schon mal mega. Darunter können wir erstmal ein bisschen Geld reinlagern hier, Leute. Und da haben wir schon was in unserem Wallet. Natürlich kaufe ich mir jetzt noch keine Sachen. Auf jeden Fall, Leute, ich werde euch im Laufe der Zeit die Quests ein bisschen vorstellen, weil die hier eine Menge sind und wir eine Menge haben. Aber Leute, ihr könnt euch vorstellen, es wird richtig cool. Leute, alle gehen in ihre eigene Richtung, deswegen gehe ich mal hier direkt in meine, hinter meinen Kopf. Leute, ich bin gespannt, was wir alles so in Minecraft Descent erleben, denn das wird auch eher ein etwas längeres Projekt, glaube ich, zu sagen. Auf jeden Fall, Leute, ist das Ganze ja auch mit Jamie und Livy, also jetzt endlich mal wieder ein richtiges Teamprojekt, was jetzt auch etwas länger andauern wird. Also könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein auf die nächsten Folgen, auf die nächste Zeit in Minecraft Descent. Und Leute, natürlich vernachlässige ich jetzt nicht Minecraft Ascension. Natürlich nicht, liebe Freunde. Ascension wird auch immer noch kommen. Und auf jeden Fall sind Minecraft Descent und Ascension meine neuen Hauptprojekte, die jetzt auch am aktivsten kommen. Wir werden es versuchen. Jedoch wollen wir auch am Ende, dass jeder gleich viele Folgen hat. Weshalb das, glaube ich, nicht zu 100% geht, dass wir jetzt dass wir das jetzt eben so aktiv bringen, wie ich jetzt Ascension bringen kann. Aber Leute, wir geben auf jeden Fall unser Bestes, so viele Folgen wie möglich zu bringen. Weil es dauert halt auch nur eine Zeit lang, diese ganzen Quests abzuhacken. Ich habe schon einen Stack Bäume, Leute. Ich glaube, das reicht langsam. Ebenfalls, Leute.
Aber man verliert auch nicht seine Items, Leute. Das heißt, das ist auch kein Problem. So, zack, mal gucken. Vielleicht könnte man ebenfalls, ich überlege schon, was ich hier für eine Sache bauen werde. Was zur Hölle ist das? Okay. Und Leute, deswegen bin ich mal gespannt, was uns alles hier noch erwarten wird. Ich sag's nicht so oft, aber ich bin wirklich gehypt. Flame? Flame? Leute, was zur Hölle macht Flame hier? Oh mein Leute, ich glaube, das sind Pupkins weiter. Flame, was geht, mein Freund? Leute, Flame ist so lange nicht mehr da gewesen, Leute. Wir haben ja Michael Spikey mit Spikey. Jedenfalls werden auch bald wieder neue Folgen kommen. Aber Flame, Flame, sieh dich an. Oh mein Gott, der ist jetzt in seiner richtigen Phönixform. Ich glaube, weil der alleine war, war der wütend. Der ist jetzt nicht in seiner Papageiform, sondern in seiner Phönixform. Oh mein Gott, Flame, wie cool ist es, dich einfach wiederzusehen. Oh mein Gott, Leute, Flame ist einfach wieder da. Okay, Leute, sollen wir uns mal, sollen wir mal versuchen, diese Pumpkin-Spider zu singen? Bam! Leute, vielleicht bin ich der erste Mensch, der das schafft. Nee, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Oh, Leute, die ist getrappt. Okay, die Leute, die ist getrappt. Sie ist getrappt. Oh mein Gott. Ja, yeah, Leute, sie ist getrappt. Ich kann sie killen. Ich bin der erste Mensch in diesem Projekt, die eine Pumpkin-Spider besiegt hat. Oh, Leute, und ein Kürbis. Leute, wie viel Glück. Leute, Flame ist einfach da. Leute, Flame ist einfach jetzt auch in diesem Projekt. Oh mein Gott, wie cool. Dann kommen wir mit Flame. Leute, ich habe schon richtig lange wieder so einen tierischen Gefährten gewünscht. Und Flame ist einfach jetzt wieder da. Oh mein Gott, Leute, wie cool einfach. Okay, Leute. Jetzt lasst uns mal in die Quest schauen, was wir so alles machen können. Wir müssen jetzt erstmal hier diese Beginner-Quest. Erkunde irgendeinen Dungeon. Ja, okay, muss ich es mal finden. Troll ein Mitspieler. Okay, Business, eröffne deinen ersten Shop. Interessant. Hallo, kleiner Freund. Leute, das habe ich jetzt auch. Ja, finde einen kleinen Freund. Klar, Leute, wir haben jetzt einen Flame. Leute, das ist richtig cool. Flame ist einfach wieder da. Was haben wir noch hier? Ein tierisches Abenteuer. Ja, okay. Erleben wir ein tierisches Abenteuer. Eine kleine Hundehütte. Okay. Was ist das hier? Magische Kreaturen. Yeti. Besiege ein Alpha-Yeti. Genau, Leute, das mache ich jetzt auch. Zauberer. Töte 4 Zombies, 3 Skelette, 3 Creeper und finde einen magischen Kristall. Oh mein Gott, Leute. Herzlich willkommen. Baue dir ein neues Zuhause. Okay, okay. Und Ender-Ability, Töte 10, achso, das sind diese Ability-Quests. Leute, wir haben uns hier schon etwas mehr informiert. Leute, und jetzt habe ich Cloud-Boost mit Sprungkraft. Leute, das ist geil. Wir können uns aber jetzt erstmal hier was craften, würde ich sagen, damit wir Blöcke haben. Was kann dieser Bumerang machen? Kann der Blöcke abbauen oder so? Nee, ich glaube, der macht einfach nur Damage, kann das sein? Kann ich, wie weit kann ich den werfen? Der kommt immer zurück, ne? Oh mein Gott, Flame, guck mal, wie cool. Leute, ich würde sagen, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Oh, yo! Ey, warte, bin ich jetzt fast wie Flame, kann man fast schon sagen? Weil Flame kann ja fliegen, ist so ein Phönix. Und jetzt kann ich auch fliegen. Okay, Leute, diese Boots sind einfach so geil. Leute, ich habe einen tierischen Freund gefunden. Das ist ja richtig cool. Oh, Leute, wir laufen in ein Sumpfgebiet. Leute, die Monster... Oh, hier ist eine Kristallblume. Finde ich cool. Gab es nicht irgendwo hier sogar eine Quest mit einer Kristallblume? Kann ich mich daran noch erinnern? Zauberer. Ja, warte, hier. Muss ich nicht noch irgendwo... Nee, hier ist nichts. Auf jeden Fall. Okay, okay, dann halt nicht. Ich dachte, hier müsste man noch irgendwas finden. So hatte ich das wenigstens in Erinnerung. Jedenfalls, Leute, falls es Nacht wird, was es auch gleich wird, haben wir auch ein Bett parat, weil wir jetzt gerade brandneu sind, erst in dieser Welt. Und das heißt, wenn etwas schwierig wäre per Nacht... oh, Leute, hier ist eine Höhle. Wow, mal schauen, ob ich da reingehe, Leute. Oh, Leute, ey, spring ich hoch. Es wird Nacht. Denkt ihr, wir können schon schlafen gehen? Ich weiß gerade nicht, ob ich in der Höhle schlafen sollte. Oh, Leute, hier ist Eisen. Okay, ich gehe doch hier schlafen. Ah, Leute, ist es wieder Tag. Flame, hast du schön geschlafen? Ja. Gut, nehmen wir direkt unser Bett mal weiter mit. Ich glaube, in der Bumerang kann ich keine Blöcke bauen. Etwas schade, aber ich glaube, dafür habe ich eine Waffe. Ist immer gut gegen die Monster. Wie viel Damage macht das? 4 Damage. Ist gut, ist gut, ist gut. Leute, dabei, kann ich mit dieser Spitzhacke Eisen abbauen? Ja, kann ich. Oh mein Gott, Leute. Yeah, man, Leute. Oh mein Gott, wie cool. Leute, ich finde das Projekt startet schon relativ gut für mich, ne? Ich habe Flame nach ewigen Jahren mal wieder getroffen und damit habe ich jetzt auch schon wieder einmal ein Projekt mit Flame. Darauf freue ich mich sehr. Leute, ich weiß echt nicht, was ich dieses Mal als Projekt machen will.
Nicht als Projekt, als Haus oder so, weil wir werden hier auch Häuser haben und alles drum und dran. Deswegen, ich bin gespannt, was wir alles noch so erleben werden. Machen wir mal hier so einen Ofen. Ich habe gerade vergessen, wie man einen Ofen macht. Hier so. Dann könnten wir hier... Leute, ich glaube, hier baue ich sogar meine allerersten Sachen hin, Leute. Ich finde das hier eigentlich voll schön. Gut, Leute, dann packen wir einfach hier ein bisschen Holz rein. Das kann dann verbrennen. Leute, wir haben genug Holz. Ja, Leute, dann warten wir jetzt erstmal hier, bis es fertig gekohlt ist. Leute, mal schauen, was die anderen... Leute, sollen wir eigentlich das Gebiet direkt chunken? Ich würde schon sagen. Weil sonst klauen die uns unsere Items. Leute, da ist Kohle. Können wir schon mal abbauen? Leute, ich weiß gerade nicht, wie weit ich vom Spawn entfernt bin. Und irgendwie macht mir das gerade irgendwie Angst, weil ich irgendwie nicht so weit vom Spawn entfernt sein will. Hier können wir wegwerfen. Ich dachte gerade, ich hätte die erst gesehen. Ebenfalls, Leute, ich weiß nicht, wenn Flame jetzt hier ist, heißt das, die anderen haben jetzt auch irgendwelche Haustiere, die jetzt hier sind? Weil Flame ist jetzt bei mir. Okay, Flame hat aber schon seit langem existiert, aber der war irgendwie so lang weg. Flame, vielleicht solltest du nicht im Wasser baden. Flame ist ein Phönix. Dabei er ist auch halb Papagei, deswegen müsste er das eigentlich überstehen. Ich glaube, das wird er schon überstehen. Leute, wir haben über einen Stack Kohle, Leute. Ey, wir könnten uns ja eigentlich hier, wir könnten uns ja Team Stacker nennen. Eigentlich könnten wir uns Team Stacker nennen. Leute, was ist das denn für ein kleiner Mann? Oh Leute, schaut euch das mal an. Das ist so ein kleiner Mann und da ist eine Eule. Und da sind noch solche kleinen Männer. Oh Leute, das ist süß. Gut, dann müssen wir mal zu unserem Sumpfgebiet mal wieder vorbeischauen. Da, Leute. Flame hier. Leute, ich glaube aber für Flame macht Wasser nichts aus. Weil er ist ja auch halb Papagei. Deswegen glaube ich, ist für ihn eigentlich komplett egal, ob er gerade im Wasser ist. Ich glaube, für die meisten Phönixe wäre das eigentlich. Leute, ich habe ein Monster gehört. Okay, vielleicht sollten wir. Lieber weg, Leute. Boomerang. Leute, der Boomerang ist schon praktisch. Ja. Und die Boots haben kaum abgenommen. Ist gut. Leute, dann nehmen wir uns mal alles hier mit. Nehmen wir uns mal alles mit, Leute. Ich will eher an den Spawn ziehen, Leute, weil ich habe irgendwie Angst, dass mir sonst was passieren würde. Leute, da sind wir auch gerade schon am Spawn angekommen. Leute, vielleicht treffen wir wieder hier auf eine. Warte. Oh, Leute, schaut euch so ein Blühwürmchen. Flame geht wieder baden. Leute, irgendwie. Oh, ich glaube, da ist Jamie. Jamie hat was geht, Jamie? Gut, Leute, da haben wir Jamie getroffen. Der baut anscheinend direkt am Spawn. Leute, ich finde zwar etwas weird, dass Jamie genau hinter dem. Ja, egal. Ich lasse Jamie auf jeden Fall mal mit seinem Bärfalken machen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir kehren mal normal wieder zurück. Ich will mal die mal austesten. Was sind das hier für Kreaturen? Guten Tag. Sind sie irgendein. Oh, jetzt ist der wütend. Okay, Leute, jetzt ist der wütend. Leute, kommt zurück. Komm zurück. Nein, mein Dix ist weg. Leute, wo ist mein Boomerang hin? Ich meinte das nicht so. Ein Boomerang ist wieder da. Leute, ich habe meinen Boomerang gleich wieder verschwendet. Oh, Leute, er ist gleich kaputt, mein Boomerang schon. Nein. Der backt. Irgendwie und er will gerade nicht zu mir kommen. Nimm sie das. Und nehmen sie das. Leute, ich wollte ihn nicht wütend machen, aber jetzt ist er wütend. Wir haben jetzt einen Zyklop getötet. Achso, das ist hier das heilige Wasser, Leute. Ich glaube, da kann man irgendwie Zauber mitmachen. Da ist Jamie. Ich muss hier raus, mal kurz. Oh, danke. Danke, Leute. Ich fliege. Oh, Leute. Ich dachte gerade, ich kriege richtig viel Damage. Leute, ich glaube, ich baue hier oben mal so. Hier war Flame. Also, Leute, vielleicht bauen wir hier auf dem Berg mal so unsere Sache. Leute, denkt ihr, das sollten wir machen? Ich kennzeichne nur mal hier meinen Weg. Ich will auf jeden Fall hier bauen. Leute, ich habe schon von den anderen erfahren. Die haben schon angefangen zu bauen. Finde ich etwas übertrieben, jetzt schon anfangen zu bauen und all sowas. Ich bin gespannt, was Livy für ein Tier hat. Ich glaube, hier werde ich meine Festung, mein Gebiet eröffnen. Ja, ich packe hier schon mal ein paar Zäune hin.
damit ich weiß, hier bin ich. Ebenfalls ist es auch bei den anderen erlaubt einzubrechen. Okay, wie habe ich das gerade hingekriegt? Aber ich dachte gerade, Flame macht irgendwas. Aber Leute, man darf nicht zu viel nehmen, das wäre unfair. Leute, was zur Hölle machen wir hier wieder? Flame flippt auch so aus und denkt sich so, was macht mein Herrchen hier wieder? Leute. Bauen wir hier noch kurz den Sound zu Ende. Ich glaube, jede Sekunde müsste auch eigentlich die Aufnahme beenden. Oh, Leute, das ist auch richtig geil hier. Hier könnte man so richtig... So, vielleicht könnte man nicht in einem Baum, aber so... es ist schwer zu erklären, aber so Zwischenbäume. Also, es gibt ganz viele Bäume und du lebst, wenn man so will, so da, so innen drinne. Also, in so einem Baumkreis und du, also hier zum Beispiel in diesem Baumkreis und du lebst hier drinnen, versteht ihr? Das wäre auch eine richtig coole Idee, ne? Weil ich mag Baumleben, aber so ein Baumhaus eigentlich nicht, Leute. Eigentlich will ich will kein Baumhaus. Aber irgendwas so in die Richtung mit Bäumen, weil wir halt hier auch eine riesen Landschaft. Ich will auch was Eigenes machen, Leute. Ich will nicht sowas machen wie jetzt einfach. Ich sehe es schon so hart vor mir. Jamie wird sich einfach einen Dungeon nehmen, den er mal gemacht hat, und wird den halt einfach als Zuhause benutzen. Oh, Leute, aber das will ich genau nicht machen. Ich will ein eigenes Haus gebaut haben. Und ich weiß, Levi wird so übertreiben, Leute. Levi wird so hart übertreiben. Wir müssen mit der Konkurrenz in Kontakt bleiben, auf jeden Fall. Leute, hier machen wir noch mal. Oh, ey, ich bin fast runter. Ich glaube, ich krieg kein Fall Damage, oder? Ich glaube, ich könnte so hoch springen, wie ich will. Ich bekomme kein Fall Damage. Gut, Leute, wir haben das ganze Gebiet jetzt eingezäunt. Jede Sekunde müsste die Aufnahme zu Ende sein. Deswegen mache ich mich mal schnell auf den Weg. Mir ein Gebiet. Warte, dabei, ich könnte. Musste erst mal schauen. Wie viel das wäre. Hier ist Jamie. Ja, das Gebiet. Ich claim hier einfach direkt 4, Leute. Wenn das geht, oder? Gut, Leute, ich habe mal kurz meine 100 Euro in 5 Scheine umgewandelt. Denn wir brauchen ja jetzt gerade nur 4, Leute. Das reicht erstmal so, genau. Und das, weil man kann auch natürlich umwandeln, weil man 100 Scheine da ja nicht reinwerfen sollte. Und rein, und wie ihr seht, ist weg. Und Leute, jetzt kann ich mir endlich mein Gebiet da claimen. Und Leute, das war es einfach jetzt gleich. Ich glaube, ja Leute, jede Sekunde endet das. Ich claim da schnell mein Gebiet, Leute. Zack, claimen wir hier für das goldene. Leute, ich glaube, hier müssen wir claimen. Und ja, ich muss. Leute, ich glaube, ich muss noch irgendwie hier claimen. Hi, was ist das? Leute. Jamie hat mich beworfen. Oh, Leute, ich sehe es jetzt erstmal ein, aber ich darf ja 4, deswegen mache ich auch, glaube ich, noch irgendwie so. Ja, hier hinten wird jetzt erstmal eh keiner kommen. Leute, das war's dann jetzt erstmal mit dieser langen Folge von Minecraft Descent. Das war jetzt der Beginn. Leute, wir haben jetzt Flame gefunden und Leute, das war's jetzt mit der ersten Folge von Minecraft Descent. Wir sehen uns das nächste Mal in Minecraft Descent wieder und ciao!